Neue Folge, neues Glück, könnte man sagen. Es hat sich ein bisschen was getan bei uns. Und ja, die beiden sprechen schon hier rum. Ja. Wir sind mittlerweile ganz gut angekommen auf unserem neuen Server hier, auf Mandalaya. Man sieht so unten schon das heftige Gewimmel. Also, wir haben ein paar Kühe. Hallo, kann man die auch reiten? Gibt's dafür auch Sättel? Nein, man kann keine Kühe reiten, die kann man nur Oh, schlachten. das wäre voll cool. Das ist auch mein Plan für heute. Ich will eine Kuhfarm bauen oder so eine Steakfabrik. Hier drüben ist übrigens deine Hacke drin. Also Brina, komm gerade mal zurück. Oder Brina, oder wie auch immer wir dich jetzt rufen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Hier rechts in der Truhe. Rechts unten in der Truhe ist eine Diamanthacke für dich drin. Ja. Wenn die kaputt zu Okay. gehen droht, sag Bescheid, dann kann ich dir noch kurz erklären, wie du die wieder heile machst. Siehst Okay. du unten drunter diesen Balken da, ne? Ich könnte noch Essen gebrauchen. Haben wir irgendwo auch noch Nahrungsmittel? Ja, Moment. Ja, mehr als genug eigentlich bei der Stehen Farm bleiben. sonst. Oh, geil. Das einmal einsacken. Sollte erstmal reichen, sonst haben wir mittlerweile auch, oder sind wir dabei, Kartoffeln am Start zu haben. Ja, das passt. Ich zeige einfach gerade mal kurz ein bisschen auch den Zuschauern, was wir gemacht haben. Genau, das ist unser Beet jetzt mittlerweile. Kartoffeln sind mittlerweile auch am Und wir Start. fertig. Also Karotten kann man sich eigentlich jederzeit abbauen hier, wenn die fertig sind, also wenn die fertig gewachsen sind. Einfach abbauen, mitnehmen, essen. So, und das ist der neue Weg hier zu unserer Anhöhe, die wir bauen wollten. Ja. Und ja, man sieht schon, das hat sich von unten kann man ein bisschen sehen, dass sich ein bisschen was verändert hat. Der Weg hier ist auf jeden Fall auch neu. Und alles schön beleuchtet. Ja, definitiv. Das Mir hier sieht fallen schon mal trotzdem noch Creeper mehr auf den Kopf. nach Tempeleingang aus als vorher, auf jeden Fall. Der heilige Schrein, der Sozusagen. Sofa-Gamer. So, hier unten. Kann ich gerade schon mal zeigen, wird demnächst erstmal das Loch im Boden sein, weil es nicht nachrendert. Aber jetzt. Hier wird so erstmal unsere vorläufige Essensbesorgung stattfinden. Vorratskammer. Ja, sozusagen. Also hier werde ich die Steakfabrik einbauen. Das wird gleich mein Projekt, was ich heute machen möchte. Das schaffen wir in der Aufnahmesession. Genau, wir haben mittlerweile auch eine komfortable Treppe nach hier oben, keine Leiter mehr. Die Leiter gibt es auch noch, aber. Ein Fahrstuhl wäre auch cool. Ja, Da das hatten ist, wir ja glaube ich, in sowieso Vanilla genug Minecraft nicht gesagt. möglich. Ja, man könnte zumindest Wasser nutzen oder Ja, sowas. ist aber langsam mal halt so. Ja, das ist so schneller. Vor allen Dingen die Treppe ist mittlerweile auch schneller als die Leiter. Trotzdem So. ein langer Weg oben. Ja, Das ist aber richtig. dafür lohnt es sich. Wenn jetzt noch hier der Chunk rendern würde. Guck mal. So, geht doch. Das ist nicht ein wunderschöner Ausblick. Genau, wir haben jetzt hier diese drei Türme fertig gebaut. Das war ja vorher alles nur Sand und sah relativ unaufgeräumt aus. Wir haben jetzt mal da drei Türme draus gemacht. Die ersten beiden hier auch schon so verbunden durch so eine kleine Mauer. Und ja, das hier wird mein Turm, in dem wir gerade sind. Werde ich einziehen. Die anderen beiden stehen noch zur freien Auswahl. Könnt ihr euch darum prügeln, wie ihr das machen wollt. Der hier rechts und der da gegenüber, ne? Genau. Wer wo Ja. einziehen Ich will möchte. den mit schöner Aussicht, also ich will den hier rüber, hier an die Okay. Ecke. Okay. Dann habe ich den Ich mit will den mehr tollen Blick. Ausblick. Ey, komm, also hier unser, was wir nochmal vielleicht vernetzen wollten mit unserer Base hier, Genau, mit da unserem gegenüber. Tempel. Das ist dann der langfristige Wird ziemlich Plan. cool. Wie sag ich, ich habe den damit mehr Blick. Ja, zeige ich gerade auch nochmal von da drüben. Oh, ich freue mich schon so auf Minecraft 1.8, was nächste Woche rauskommen wird. Weil Das endlich ist jetzt diese. endgültig angekündigt? Ja, 2. September ist Release. Weil endlich diese Chunk-Nachladerei dann ein Ende haben wird. Also Da das, was unten man geht da bei mir unten einfach noch gerade nicht sieht, gerade. ist halt dann endgültig vorbei. Weil Minecraft hat bei mir 4 GB Arbeitsspeicher zugewiesen. Mehr kann es auch nicht verkraften und es ist einfach nicht in der Lage, da unten diese Dinger zu rendern. Weil 4 Personen auf dem Ausblick ist Server aber auch sind. ganz schön pixelig. Finde ich bei mir viel schöner, muss ich sagen, Björn. Aber ich habe Wasser da hinten. Ich habe mehr Blick. Das ist nur blau. Nein, das ist Wasser. Das ist So, blau. genau, also ich würde halt die Kuhfarm bauen. Was wobei wollt ihr beide denn machen? Ja, wir richten uns unsere Türme ein, würde ich sagen.
Wollte ich auch sagen, haben wir eigentlich vor, die Türme hier offen zu lassen oder kriegen die noch ein Dach? Oder das kann jeder machen, wie er möchte. Also hier in der Mitte wird halt. Ein goldenes machen? Genau, das kommt hier in der Mitte, der Tempel. Der eigentliche dann. Der Hallenhof. Hallenhof? Ja, dieser Innenhof mit irgendwie, wie auch immer wir das halt gestalten. Innenhof, danke. Keine Ahnung, wie wir das machen. Aber den hätte ich halt hier so eingeplant eigentlich. Ja, das ist ja gut. Ja, der kommt auf jeden Fall so eine, in die so Mitte. Eine Lobby. Genau, also hier drin sind halt jede Menge Materialien schon. An Sandstein habe ich schon ein bisschen was abgebaut. Diese Sandsteintreppen, Björn weiß das ja, die kann man auch auf dem Kopf anbringen, dass es so Kanten ergibt. Also ja. Für schlechtes Wetter hätte ich auf jeden Fall gerne ein Dach. Ja, erstmal solltet ihr euch ein Bett da oben reinbauen bei euch, vielleicht. Aber ich weiß doch gar nicht, wie ein Bett zu bauen ist. Ja, dann findest du das erstmal raus. Ich gebe dir einen Tipp, es hat mit 3 Holzblöcken und 3 Wolle zu tun. Aber hier sind keine Holzblöcke. Ja, keine Wolle, ja, wir müssen uns mal Wolle und Holz holen. Genau. Ja, dann machen wir los. Alternativ, was wir natürlich auch machen können, was mir gerade so einfällt, wir haben noch die Mine, Björn. Ja, stimmt. Stimmt, die wollten wir eigentlich machen. Dann machen wir erst die Mine, würde ich sagen, in der Aufnahme jetzt. Ja. Oder in der Folge. Ja, dann bringe ich kurz mal meine ganzen Sachen, die ich schon vorbereitet habe, mal gerade runter. Habt ihr beide noch Schwerter und alles dabei? Ja. Halbes. Ein ganzes. Okay. Wo geht's hier eigentlich runter? Ich baue mir gerade nochmal ein. Ich glaub dir einfach nur hinterher, also. Bist du richtig? Nee, hier ist unser Steak. Naja, ich habe gerade hier meine Truhe gebaut, damit ich hier mir noch ein neues Schwert machen kann. Wir haben auch noch eins? Ja, vielleicht. Ich habe noch Dings dabei auf jeden Fall. Ja, wir waren ein bisschen farmen inzwischen, also wir haben jetzt halt mehrere Dia-Hacken. 3 Stück im Moment, glaube ich. Mit Efficiency alle und nur das eine, also die von Brina hat Sick Touch statt Unbreaking. Die anderen beiden haben Efficiency und Unbreaking drauf, das ist schon mal ganz gut. So, wie sieht meine Rüstung aus? Scheiße, Moment, ich muss kurz einen neuen Brustpanzer bauen. Ach. Wir hatten in dem anderen Haus, gegenüber hatten wir noch alles. Jetzt bin ich gerade zu doof. Wie ging denn mal der scheiß Brustpanzer, Björn? Unglaublich. Du musst ein Haar, glaube ich, bestellen. Nee. Moment. Okay, ich hab's gerade wieder. Das war kurz Gehirnkürbis, aber hat jetzt funktioniert auf jeden Fall. Und was war es jetzt für eine Form? Ja, es ist einfach der mittlere Block oben muss frei bleiben, der Rest ist geschlossen. Achso. So, ihr habt noch alles in Rüstungsteilen und so dabei, ne? Ja. Mindestens noch gelb. Okay. Zur Hälfte ist eigentlich alles noch. Weil ich habe letztes Mal eine Mine entdeckt. Und ach, hier ist die Kuh, die wir übrigens verloren haben, ne? Naja. Von unseren dreien. Ja. Damit wir unsere Kuhzucht angefangen haben. So, hier hinten irgendwo war der Eingang. Genau. Dass die Chunks wieder nicht vernünftig laden? Ja, bei mir jetzt schon gerade. Also hier ist jetzt einigermaßen vorgeladen. Ich hab mich schon wieder verlaufen. Wo seid ihr denn? Ach, hinten. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Ich bin später nach euch losgelaufen. Ah, da, ich seh. Okay, danke. Ja, ich kenne noch den alten Eingang der Mine. Der hier ist mir nicht bekannt. Ja, das ist... Nee, wir meinen eine richtige Mine. Also so Minenstollen. Ach so. Also keinen, den wir angelegt haben, sondern einen, der wirklich, schon vorhanden war in Minecraft. Ja, genau. Steck mir erstmal einen Brandendrickszombie. Haben wir eigentlich Fackeln dabei? Ich hab welche dabei auf jeden Fall. Ja, auch. Ja, weil ich hab keine. Achso, müssen wir, What the fuck, die Witch? Oh, fuck! Ja, mich hat sie schon mal vergiftet. Ja, mich auch gerade, aber sollte klar gehen. Ja, mal kurz aufpassen, dass wir hier nicht, wie sonst nichts treffen. Irgendwas war? Nee. Also hier drunter weiß ich halt, dass hier irgendwo schon eine Mine sein wird. Da ist noch eine Witch, Mann. Was machen die hier? Ja, vielleicht ist irgendwie der große Hexenkongress in Manalaya oder so. Ja! Ja, ich glaube, ich habe dir auch erstmal eine mitgegeben, aber passt schon. Ich muss gerade aufpassen, ich bin jetzt auf meinem halben Leben. Alter, wie viele Viecher da sind! Vorsicht, Creeper ist auch dabei. Achtung! Weglaufen davon immer. Ja, ich reck gleich wieder hoch. Creeper machen Bumm und so. Eisen können wir uns nach wie vor noch mitnehmen, das ist noch nicht obsolet für uns. Also wenn ihr irgendwo Eisen seht, einfach einsacken. Genauso wie Kohle, weil es einfach mega viel Erfahrung bringt.
können. Tag, deswegen bin ich aggressiv. Die war aggressiv. Oh, wie schön schnell das mit dieser Hacke geht. Ja, du musst nur darauf aufpassen, wenn die wenig Haltbarkeit kriegt, dann irgendwann aufhören einfach. Kann man die fixen? Ja, kann man dann reparieren nämlich. Ich hab schon Amboss gebaut. Sie müssen irgendwie nach unten. Die Mine liegt etwas unterhalb von uns. Hier gerade wieder nach oben. Oben ist Sand, okay. Ja. Dann müssen wir einfach gleich mal nach unten bauen. Wo denn etwa? Richtung Eingang, wo wir eben schon waren. Hier hinten. Ja, also da, wo du dich gerade runtergräbst, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, es sind irgendwie ein bisschen nach rechts und so, und dann sollte das klar gehen. Ich beleuchte mal, du kannst einfach graben. Dann noch ein Stück tiefer und dann sollen wir irgendwo noch ankommen. Ach, du hast ja die Mörderhacke mit 5, oder? Ja. So, irgendwo hier war jetzt die Mine am Start. Kannst einer fixen? Ich hab da ein Zweierloch. Nee, nicht fixen. Ach so, aber kannst du später nochmal anhören, das klang ein bisschen anders, was du gerade gesagt hast. Das soll mal bitte eben einer ficken, genau. Ja, einer bitte mal eben das Loch ficken. So sieht's aus. Hier kriegt man echt so ein bisschen Platzangst im Spiel. Wow! Ich hab grad die Kohle mit. Ja, ich glaub schon mal weiter. Mach das. War alles? Es wird immer dunkler. Okay. Ja, einfach mal nicht mal zwischendurch, dann wird das auch wieder. Alter, wisst ihr, wie viel Kohlevorkommen sind, Mann? Das ist richtig gut. Es gibt richtig schön XP. Ja, Tat, mit TF. Nein, den hätte ich nicht wegbauen sollen. Ja, ist egal, wir kommen eh irgendwo anders wieder hoch, dann kramen wir uns wieder raus, wie immer. Was? Was? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Wobei doch, jetzt komme ich hier Gravel. Das Ziel ist jetzt von dir was? Diamanten zu finden, oder was? Nee, die Mine zu besuchen, dass wir da vielleicht Melonensamen bekommen oder sowas. Und was sind Melonensamen? Damit baut man Melonen an, zum Essen. Achso, also das ist jetzt nichts Exklusives, das ist ganz simpel. Genau. Also Exklusives, weil die relativ selten sind und halt so nicht in freier Wildbahn vorkommen, sondern nur in so Minenschächten, in so Truhen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diesen Minengang vorher noch keiner entdeckt hat. Aua! Oh, Verzeihung, es tut mir leid. Wollte ich gar nicht hauen. Aber du bist mir voll in die Höhe reingehauen. Wir sind schon ziemlich... Aua. Also wir sind definitiv zu tief auf jeden Fall. Wir müssen mal wieder höher. Ich hab fast kein Leben mehr. Wow! Also hier ist auf jeden Fall noch Gold. Jede Menge. Weiß nicht, wie wir jetzt so weit hier vom Kurs abgekommen sind. Wir können wieder zurück. Ja, also wir sollten eigentlich irgendwie automatisch irgendwann auf die Mine stoßen, weil die ja nicht ganz klein ist im Normalfall. Und ich habe jetzt leider auch meine Utensilien nicht dabei, um nachzuschauen, wo sie genau ist. Was bringen mir eigentlich Experience Points in diesem Spiel? Die kannst du für Verzauberungen ausgeben. Oder eben um deine Spitzhacke zum Beispiel zu reparieren. Das kostet alles Experience Points mit so Level. Ey, Kohle. Ohne Spaß, wo sind wir hier? Den mega wirren Gang einfach gebaut. GZ, zu was auch immer. Du hättest da schon so einen halben Eingang drin. Nein, ich hab mich ja nur genau drüber gebaut und dann hab ich's halt gesehen. Achso. Ich höre Wasser. Wäre ein gutes Zeichen oder ein schlechtes oder gar keins. Guck mal einfach mal nach. Hat uns gerade jemand Hallo zurückgeschrieben. Was ist das für ein Sound? Ist das zum Beispiel? Ich hab gerade voll die strange Musik. Ja, irgendwie haben wir nicht geantwortet. Ja, ich hatte ja vorhin schon geschrieben eigentlich. Okay. Aber das war die Reaktion darauf. Also hier fließt irgendwo Wasser, aber wo?
Hört man hier jetzt. Hört ihr das auch? Ich würde sagen, über uns. Ist hier, dass es über uns ist? Ja, ich vermute. Ich weiß aber nicht, von. Ja, wie hoch ich kann es nur hundertprozentig sagen, aber da wir unter der Erde sind, wäre es auch irgendwie fast logisch. Ja, gerade mal, nee, es gibt ja unter Wasser so Flüsse. Unter Wasser, unter der Erde. Unter Wasser gibt es Flüsse. Shit, Moment, ich muss kurz eine Fackel machen. Sonst grab doch mal in die Richtung, wo du meinst, dass du das Wasser hörst. Die höchsten sie dann nicht mehr. Ich höre sie unter mir. Ja, dann gehen wir nochmal dahin. Ja, hier ist es. Okay, perfekt. Hab's. Direkt unter uns. Ja, das sieht doch gut aus hier. Noch das Kohlevorkommen mit. Naja, ich habe auch. Das ist mein Vorkommen. Ich habe Wasser gemacht. Ich mach das Wasser mal zu, oder? Ja. Das ist auch nicht das, was ich suchte, glaube ich. Oder? Ich habe so ein paar Bedenken, dass wir hier. Hier ist Lava. Ich meine, das ist auch ganz spannend hier, aber das war nicht das, was ich. Wonach ich gesucht habe. Riesigen Kohlefelder. Ja, okay, 1A, wir haben uns einfach mal perfekt verlaufen. sieht irgendeiner Diamanten hier unten? Wobei, sie sind noch zu hoch für Diamanten. Ja, das da abzubauen, habe ich auch schon überlegt, war. Ja, genau. Was genau macht ihr da? Sehr Angst. Für Aktion? Ich wäre fast in die Lava gefallen. Also ich gehe jetzt mal zurück und dann gucken, machen wir das Ganze nochmal organisiert von der Stelle aus, wo ich es quasi gesehen habe. Wo war zurück? Hier, glaube ich. Wir haben kein richtiges... Ja, irgendwie auf jeden Fall hoch. Also ein richtiges Ziel lang gekommen, ja. Macht auf jeden Fall mega Sinn hier, der Weg, den wir haben. Einfach mal eine Folge sinnlos im Berg rumgebuddelt. Was wir haben halt mal so erzählt, was wir machen wollen. Ja, genau. Hier ist noch Eisen über. Wir haben gezeigt, was wir gemacht haben in der Zwischenzeit. Alter, was haben wir hier gemacht, ey? Ohne Spaß, ey, solche Sachen brauche ich. Alter, guckst du zu? Guck weg! Guck weg! Was macht ihr da? Nix! Schweine rein oder? Nicht hoch. Es war sehr anspruchsvoll. Okay. Ich lasse das mal so stehen. Ey, wo war jetzt diese verkackte Biene? Okay, wir haben auch relativ falsch gegraben. Ich hätte nicht gesehen, wo du da angefangen hattest, wenn ich hätte gesagt, am Eingangsbereich. Richtung Eingang hast du gesagt. Ja, wir nehmen mal das hier, ne? Wenn ich mich nicht alles täusche, müssen wir genau über dem Spinnenspawner rauskommen. Ich höre sie doch schon da unten. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Achso, wir haben übrigens auch einen XP-Spawner gebaut. Also eine Spinnenfarm. Stimmt. Ich noch und brauchen wir eine Spinnenfarm? Wow, ich höre einen Zombie. Für XP, dass wir da immer wieder hingehen können. Okay, scheiße. Kommt runter, bitte. Ja. Wow, ja, das war zu langsam. Wow. Nein, das war nicht gut. Oh Gott. Ich bin vergiftet. Ich sehe nichts. Bitte meine Sachen einsammeln. Kann man jemand hier das Licht da machen? Du haust mich. Komm mal hier in die Ecke. Wow. Okay, ich komme mal gerade wieder zu euch. Dann mal eben was. Habt ihr meine Sachen eingesammelt? Wo liegen die denn? Oh Gott. Ich bin auch vergiftet. Ja, Spinne. Auf jeden Fall ausleuchten. Irgendwo da ist der Spawner. Also ich komme da wieder hin auf jeden Fall gerade. Ja. Wichtig wäre die Hacke. Also ich hab deine Sachen auf jeden Fall. Ja, okay. Also die Dia-Hacke ist eigentlich das Wichtigste. Der Rest ist egal. Ist alles ersetzbar. Jo, hab ich. Okay. Puh, Glück gehabt. Ja, Alter, spawn hier dauerhaft? Ja, wenn ihr den Spawner nicht ausleuchtet, ja.
Dann müssen wir erstmal hinkommen. Okay. Okay, ich beende hier gerade mal die Folge. Geht dann direkt fließend weiter. Bis morgen. Ciao.